So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Magazin 110 für 6 Euro ist da. So, eine coole Minifigur, ein Booster der Serie 9, also Lego Ninjago Serie 9. Die erste limitierte Karte der Serie 9, mega cool. Das alles eben für 6 Euro. Das Magazin mit den Star Wars und dem Mandalorianer mache ich anschließend. Ist auch hier. Aber jetzt, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt natürlich erstmal zu das Lego Ninjago Magazin 110. Cool. Das sind die neuen Booster-Ups. 6 Karten sehen schon cool aus. Muss man echt lassen. Dann die erste limitierte Karte. War, glaube ich, in Magazin 107 bei dieser Figur drinne. Und schaut mal, ein richtig breiter goldener Rahmen. Naja, Geschmackssache. Und natürlich... Ja, von Anfang an, ich weiß nicht warum, habe ich den weißen immer Schlafanzug Ninjago gesagt. Ihr wisst es. Aber den Taucher Ninjago in weiß war der beste. Es ist so. Kommen wir gleich zu. Und das Booster-Tütchen mache ich nachher auch auf. Mal sehen, wie die Karten aussehen. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das neue Lego Ninjago Magazin 110 drin herum und schauen, ob es das nächste Mal gibt. Ihr seht, da ist die Figur mit den langen Bogen. Naja, angeblich ein langer Bogen, ist aber nur optische Täuschung. Rätselspaß, 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 Rätsel-Merchandising. Und dann beginnt die Comicbeilage auf Seite 10. Ja, cool mit den Ninjago. Da habe ich ja auch vor kurzem ein schwachsinniges Video von gemacht, wo ich so viele noch von habe. Hier ist sie. Nicht schlecht. Rückseite. Das ist Merchandising Booster. Könnt natürlich sofort wieder bestellen. Oder ein Jahresabo machen. Ah, Riesenratten. Ha? Comicbeilage scheint ein wenig lustig spannend zu sein. Auf Seite 27. Ende das Comic, dann beginnt natürlich dieses Merchandising Buch Geschichte. Hier sind die Karten, das sind die limitierten Kartenpaar. Cool. Hier Gewinnspiel. Letzte Seite. Was haben wir nächste Mal drin? Nächste Mal ist es wieder da. Oh, der hat doch wieder was. Der Wolfskopf in Lila. Der hat wieder was. Ich weiß nicht was, aber ich könnte mir vorstellen, davon mal wieder ein schwachsinniges Video zu machen. Der hat wirklich was. Ja, der hat was. Aber es dauert leider noch lange, lange. Fast einen Monat, bevor das nächste Magazin rauskommt. Ein Monat, aber der hat was. Muss man echt lassen. So. Jetzt natürlich zu der Minifigur. Und zu seinen Bogen. Einmal muss man den sowieso immer ganz auspacken und zusammenbauen. Einmal, zweimal, der Turban und hinten dieses Teil. Der Kopf, die weiße Mütze fehlt. Ist nicht drinne. Ist nicht drinne. Nein, es ist nichts runtergefallen. Aber der weiße Umhang, die Mütze, fehlt bei mir. Ich hoffe, dass ihr den komplett habt, weil fehlt.
Hier ist er auch nicht hingerollt. Dazwischen auch nirgendwo. Runtergefallen ist er nicht. Aber ich habe ja so viele Ninjagos. Da passt das. Nee, ist ja eine neue Art der Mütze. Also das ist natürlich jetzt wieder blöd gelaufen. Erste Tütchen aufgemacht, sofort die Mütze fehlt. Ich hoffe, euch ist es nicht passiert. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. So, das ist jetzt die Einzelfigur ohne die Mütze. Das ist jetzt blöde gelaufen. So, die Schwerter und der Degen kommen hier hinten rein. Einmal. Zweimal. Das ist blöde. Da ist die Figur nicht vollständig. Das kannte man ja von den älteren Figuren. Das ist, wie gesagt, ich hoffe, euch ist es nicht passiert, dass ihr den komplett hattet. So, das ist er jetzt mit dem Bogen. Ihr seht es selber. Hat natürlich was. Ihr könnt natürlich, da er besser steht, den Bogen etwas verbiegen. Naja, man erkennt, dass es ein Bogen sein soll. Sagen wir mal so. Meine Meinung. Aber für mich ist dieser Bogen keine Waffe für ihn. Ist leider auch so. Ihr schreibt mir natürlich eure Meinung, euren Geschmack. Aber für mich auf keinen Fall. Und sowieso nicht, wenn er seine Mütze nicht aufhat. Schade drum. Ist echt schade, dass der nicht dabei ist. Es ärgert mich schon wieder, dass ich was angeboxt habe, was auch fehlen kann. Aber es kann vorkommen. Aber nichtsdestotrotz öffnen wir jetzt das erste brandneue und aktuelle Serie 9 Lego Ninjago Boosterkarten. Wie gesagt, das sind die 9. Das ist die Serie 9. Brauchen wir nicht. Aber um es spannend zu machen, das ist ja die limitierte Karte. Ich zoome mal ein bisschen ran. So. Oh. Coole Figur, auf jeden Fall. Motivmäßig, die Figur ist mega cool. Das wisst ihr, ich mag die Bösewichter sowieso. Ansonsten Standard-Boosterkarten, die wir eigentlich schon kennen. Och, süß, der kleine Drache. Der ist ja auch in irgendeinem Set mit bei. Ja. Ah, wieder ein Kartenmotiv, was Entschuldigung, was absolut überflüssig ist. Eine Puzzlekarte. Noch eine Puzzlekarte. Und jetzt. Ah, ihr seht, glitzerhaftes auf jeden Fall. Wie gesagt, limitierte Karte. Silberkarte dabei, etwas hochwertig. Die ersten Karten der Lego Ninjago Serie 9 bei mir. Ihr schreibt mir natürlich sofort in den Kommentaren, wie ihr die Serie findet. Aber wie so oft muss ich natürlich sofort losgehen. Starterpack, das hat er nicht da gehabt. Starterpack, Blister, Multipacks, alles besorgen, dass ich es unboxen kann. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir in den Kommentaren, wie ihr das Magazin findet. Und natürlich absolut ärgerlich, dass er keine Mütze hat. Ist wirklich absolut ärgerlich. Ich guck mal jetzt hier. Ne, passt auch so keiner. Ist wirklich ärgerlich, meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dass ihr eine ganze Figur drin hattet. Aber nichtsdestotrotz werde ich irgendwas von Lego Ninjago, von den neuen Sets, unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Noch günstig auf jeden Fall. Schaut nach, was ich finde. Ihr schreibt mir alles in die Kommentare, wie ihr die neue Serie findet, wie ihr das Magazin findet. Vielleicht habt ihr es schon. Und ob eure Figur komplett ist. Das ist immer wichtig. Ihr habt es gesehen. Es war wirklich nichts mehr da drin. Hat auch nicht mehr eingeklebt.
Es ist nichts runtergefallen. Sie hat gefehlt. Eindeutig. Aber nichtsdestotrotz, eure Meinung, eure Kommentare jetzt zu das Magazin, zu die Figur und zu den Boosterkarten. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.